Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute gibt es unseren Ersteindruck von den zwei neuen Alpaka-Köpfen in der Kooperation mit Somo. Und da habe ich mir Verstärkung von dem Daniel von Custom Hooker geholt. Sollte euch das Video gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Und jetzt viel Spaß beim Video. So, da sind wir wieder. Wie gesagt, stellen wir euch heute die zwei neuen Köpfe in der Kooperation von Alpaka und Somo vor. Bei mir und hier in dem Video geht es heute um den Huya Chaya und bei Custom Hooker könnt ihr euch dann noch unseren Ersteindruck zu dem Cyrook angucken, der hier gerade auf der Aeon läuft und ich rauche übrigens in der Shishaya KD350. Wie sollte es anders sein? Als erstes quatschen wir mal ein bisschen über Preis und Verarbeitung und Co. Er ist relativ teuer, er kostet 28,90 €, was ich echt verdammt heftig finde. Das ist schon sehr teuer für den Kopf. Man muss wissen, er ist handgemacht in den USA und er ist dann nach Deutschland importiert und er ist relativ limitiert. Ihr könnt jeweils die Köpfe in 4 Farben holen, also gibt es 8 Farben, aber jeweils halt wirklich nur 4 bei einer Kopfart. Der Kopf kostet genauso viel wie der. Wie findest du so Preisverhältnis zu der Verarbeitung? Also ich sag mal, wenn man das jetzt mal vergleicht mit russischen Köpfen zum Beispiel, ne, Japoner oder etc., ist es natürlich, wo man sagt, okay, mittlerweile kostet ein Kopf so viel, aber dennoch ist es extrem teuer. Also die Köpfe sind auf jeden Fall nicht günstig, auf jeden Fall nicht für Einsteiger gedacht in dem Preissegment. Aber ich muss sagen, die Verarbeitung ist wirklich super. Also 1A, ich habe gar keine Macken drin. Die Glasur ist 1A, die Farben sind wirklich geil. Also selbst bei hier dem Kopf und bei hier dem Kopf sind die Farben einfach wirklich 1A. Ja, ihr habt super Farbverläufe. Natürlich muss man daran denken, jeder Kopf ist handgemacht, wie schon erwähnt. Und das heißt auch, ihr könnt natürlich mal einen anderen Farbverlauf haben. Ja. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, verarbeitungstechnisch ist das wirklich auf einem Top-Niveau. Bei der Verarbeitung, bei dem Kopf, habe ich leider schon zwei kleine Punkte, die ich ein bisschen bemängeln muss. Erstens sitzt der Kopf einfach nicht perfekt auf der Pfeife. Er ist unten relativ breit, das heißt, man muss Zewa benutzen. Und selbst mit Zewa ist es relativ schwer, den Kopf wirklich perfekt gerade auf die Pfeife zu bringen. Also mit einer einfachen Kopfdichtung ist es dann nicht getan, dann sitzt er mega schief und locker drauf. Das stört ein bisschen. Das andere, was stört, ist, dass oben an der Seite schon so eine kleine Stelle ist, wo der Lack bzw. der Farbüberzug so ein bisschen aufgeplatzt ist. Und da sieht man so einen kleinen Pickel, will ich es mal nennen. Und bei einem Kopf für 28,90 €, also fast 30 €, erwarte ich einfach, dass das makellos ist. Und das ist er leider nicht. Aber ja, nichtsdestotrotz gefällt er mir von der Farbe auf jeden Fall ziemlich gut. Und man muss sagen, bei dir ist auf jeden Fall alles tipptopp. Da ist keine Stelle im Lack, die schlecht aussieht. Er sitzt perfekt auf der Pfeife. Also vielleicht hatte ich da einfach ein bisschen Pech. Ich glaube, 700 Köpfe haben die insgesamt von den 8 Modellen. Vielleicht habe ich da einfach eins erwischt, das gerade mal irgendwie ein bisschen Eile gefertigt wurde oder so. Sieht aber auf jeden Fall nicht tipptopp aus und bei 30 € würde ich das auf jeden Fall erwarten. Also was die Farben angeht, muss ich auf jeden Fall noch sagen, als ich dies erste Mal wirklich gesehen habe auf Instagram und so weiter, wurden ja geleakt, fand ich die Farben absolut hässlich. Also allesamt, egal von welchem Modell, ich fand die Farben überhaupt nicht schön. Jetzt, wo sie wirklich vor einem sind, es sind super knallige, satte Farben. Es sieht mega geil aus. Auch der Tricolor hier ist ja mal was ganz Besonderes in Weiß. Und auch der Sea Serpent heißt er hier. Mit diesem Grün und Blau vermischt, mit diesen Farbeffekten. Also die Farben kommen echt auf jeden Fall ziemlich geil rüber. Gerade im Vergleich zu den Instagram-Bildern. Also Preis-Leistung geht auf jeden Fall klar. Bei mir, wie gesagt, die zwei kleinen Mängel. Die aber nichts am Rauchverhalten ändern. Und deswegen kommen wir auch direkt mal zum Kopfbau. Da sei vorher noch gesagt, dass bei dem Huya Chaya oder Huya Kaya von mir extra so gebaut ist, dass man den mit einer Smokebox perfekt rauchen kann. Bei dem Cyrook ist es extra so gedacht, dass man ihn mit Alufolie raucht. Entweder mit Alufolie und Kohle direkt drauf oder eben so wie der Daniel das gerade raucht, noch mit einem Kaminsieb, damit man eben besseres Hitzemanagement hat, weil man die Kohle weiter nach außen packen kann. In meinen Kopf geht deutlich, deutlich mehr Tabak. Das werdet ihr spätestens dann sehen, wenn ihr den Kopfbau auf Daniels Channel seht. Ich würde fast sagen, bei mir geht bestimmt doppelt so viel rein wie bei dir. Also ich habe es jetzt nicht nachgemessen. So Zahlen erfahrt ihr dann im Review. Es kommt natürlich noch ein ganz ausführliches Video dazu. Aber ich würde schätzen, dass da gut und gerne 22, 23 Gramm Tabak drin sind. Auf der Somo-Seite steht 13 bis 17. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man den Tabak mit den Kopf mit der Tabakmenge überhaupt bauen kann. Nichtsdestotrotz, er lässt sich relativ easy bauen. Er hat ein großes Loch, der Durchzug ist perfekt und er raucht sehr, sehr angenehm.
Wie ihr im Kopfbau eben seht, habe ich das Ganze so ein bisschen im Overpack gebaut, dann zwei Kohlen in die Smokebox, Smokebox vorher noch kurz mit auf den Kohleanzünder, beziehungsweise auf die Kohle, nicht direkt auf die Heizstreben vom Kohleanzünder. Und dann seht ihr ja schon die Rauchentwicklung. Ich würde sagen, die zeige ich euch nochmal kurz, weil die ist wirklich brutal. Also ich denke, heftig. Das spricht schon einfach für sich. Ja, also bei der Rauchentwicklung willst du auch nochmal an dem ziehen? Gerne. Bei der Rauchentwicklung kann man einfach absolut nicht meckern. Also für zwei Kohlen in der Smokebox. Und falls ihr euch fragt, was ist das für eine Smokebox? Das ist irgend so ein No-Name-Lotus-Nachbau, den ich hier habe. Aber die Rauchentwicklung ist halt einfach brutal. Ich würde sagen, mit einer der besten, die ich in irgendwelchen Köpfen jemals gesehen habe. Aber man muss auch dazu sagen, es ist natürlich ein Overpack und das raucht natürlich immer krasser. Wie findest du denn Durchzug und Rauchverhalten und Rauchentwicklung? Also zur Rauchentwicklung muss man auf jeden Fall sagen, Overpack geht immer klar. Dazu haben wir hier noch Nameless drin, also Fluffpack und Vollgas Black Nana. Raucht sowieso immer wie Sau, also kannst du eigentlich überhaupt nichts gegen sagen. Ich muss aber sagen, der Durchzug ist echt geil. Also ich habe jetzt gedacht, okay, das ist einfach nur wieder ein anderer Funnel. Aber die Durchmesser von dem Kopf an sich sind schon extrem groß, so wie bei dem als auch bei dem. Ja, es ist kaum ein Unterschied, sage ich mal. Und der Durchzug ist wirklich 1A. Also was noch zu den Aufsätzen zu sagen ist, die ihr wählen könnt. Dieser Kopf ist natürlich gedacht für HMDs, also Heat Management Devices, wie Smokeboxen oder den Tablet Smoke zum Beispiel. Aber ihr könnt natürlich auch ganz normal das Ding mit Alufolie rauchen. Genauso könnt ihr den mit dem HMD rauchen, das ist überhaupt kein Problem. Das Einzige ist halt hier, das Tabakdepot ist extra genauso breit gewählt, dass der HMD perfekt drauf passt. Ihr habt halt manchmal bei den Smokeboxen die Löcher so weit außen, dass die hier vielleicht überstehen würden oder auf dem Rand sind. Deswegen, falls ihr viel mit Smokebox raucht, würde ich auf jeden Fall zu diesem Kopf greifen. Zum Beispiel die Smokebox vom Z218, würde ich sagen, passt da auf keinen Fall drauf. Und hier könnte man definitiv noch mit der rauchen, auch wenn so eine kleine Smokebox einfach perfekt drauf passt. Ich meine, ihr seht hier den Übergang, der ist fast nahtlos. Also der Kopf ist wirklich genau dafür gemacht. Aber wie Daniel schon gesagt hat, wenn ihr absolut keinen Bock auf eine Smokebox habt, könnt ihr den natürlich auch mit Alufolie rauchen. Kommen wir mal zum ersten kleinen Fazit. Ich habe heute bis jetzt drei Köpfe da drinnen geraucht. Hab das immer mit Smokebox probiert, also ich habe ihn noch nicht mit Alufolie probiert. Das ist ja auch nur ein kleiner Ersteindruck. Ich werde ihn natürlich noch ausführlich testen und dann im Review ganz ausführlich darüber reden. Aber, kleiner Ersteindruck, wie waren so die ersten Köpfe damit? Wie easy war der zu bauen? Wie easy hat er sich rauchen lassen? Ich muss sagen, bis auf die zwei kleinen Verarbeitungsfehler bin ich absolut zufrieden, weil das Rauchverhalten ist wirklich brutal geil. Das Hitzemanagement im Kopf ist unglaublich easy. Also ich habe es zum Beispiel oft bei anderen Köpfen, dass mir zwei Kohlen in der Smokebox zu heiß sind. Bei dem einfach gar nicht. Also es funktioniert wirklich hervorragend. Ihr seht die Rauchentwicklung, Geschmack ist auch absolut intensiv. Also vom Rauchverhalten her gibt es einfach keinen Punkt zu meckern. Und da muss ich sagen, 28,90 Euro für einen der besten Funnel, die ich je geraucht habe, ist es definitiv wert. Wie siehst du denn das Ganze? Also man muss das natürlich immer so betrachten, ich sag mal 28 Euro oder 29 Euro, die hat jetzt halt jeder drei im Rumpf liegen. Es gibt mit Sicherheit günstigere Pfanne, aber wie du schon sagst, allein was man hier mit der Hitze spielen kann, wie gut der Hitze verträgt und vor allem wie locker und easy er sich mit zwei Kohlen rauchen lässt, dafür ist es allein schon wert. Dazu noch die Optik natürlich. Ihr müsst es natürlich im Endeffekt immer selber wissen. Also man kann das natürlich nicht zwingen, den Kopf zu kaufen, was nebenbei auch nicht mehr so einfach ist. Die Köpfe sind limitiert, also wenn ihr einen haben wollt, müsst ihr euch auf jeden Fall beeilen. Und die ersten Farben sind schon ausverkauft. Genau. Also im Endeffekt müsst ihr jetzt selber wissen, ob euch das wert ist, die 28, 29 Euro. Guckt auf der Somo-Seite auf jeden Fall vorbei, da kriegt ihr die. Sonst kriegt ihr die, meine ich, nirgendwo, also nur auf der Somo-Seite selber. Ja, ich bin absolut, wie du auch sagst, absolut zufrieden mit dem Ding. Wir haben heute, wie gesagt, schon drei Köpfe geraucht, jeweils in jedem Kopf. Und das läuft einfach 1A. Jeder Kopf ist super gewesen. Habe ich überhaupt nichts auszusetzen. So, wenn euch der Ersteindruck zu dem Huyachaya oder Huyakaya, wir wissen nicht genau, wie man es ausspricht, ist ja aber auch egal, gefallen hat und ihr mehr über den Zyrook sehen wollt, dann schaut auf jeden Fall bei Custom Hooker vorbei. Link ist unten in der Videobeschreibung. Da gibt es unseren Ersteindruck zu dem Zyrook. Und dann soll es das mit dem Video gewesen sein. Wenn ihr ein ausführliches Review sehen wollt, lasst auf jeden Fall unten den Kommentar da. Falls ihr euch einen gegönnt habt, lasst doch gerne mal euren Eindruck in dem Kommentar unten da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder gleich bei Custom Hooker wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Eure Shisha WG.